Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wie man sehen kann, wir sind heute auf Rapfen mal unterwegs. Und der geht an dem Fluss Sura. Ja, habt richtig gehört, an der Sura. Jetzt sind wir natürlich hier an einer dummen Zeit angekommen. Also ist jetzt ja Ingame mittags und die beste Beißzeit ist halt früh morgens. Ich bin gestern Abend schon mal hier gewesen für, ich sag mal, für eine halbe Stunde geht das klar. Und danach beißt da nichts mehr. Wir gucken trotzdem mal rein. Ja, gucken mal einfach unter Rapfen. Und wie gesagt, das war gestern. Der größte mit 2,8, 2,7, 2,6. Die bringen alle so um die 24 Silber. Ja. Und ja. Ich hatte einen richtig fetten dran. Safe, mindestens Trophäe. Und der schlitzt dann aus, weil da habe ich mich ja den halben Abend noch drüber geärgert und heute Morgen ärgere ich mich weiter. Aber so ist es nun mal. Wir warten jetzt einfach ein paar Würfe. Ich warte die Nacht dann ab. Dann gucke ich mal, was morgen früh noch so geht. Dann gucken wir mal zur Endabrechnung. Also, was ich im VK gesehen habe, ein blauer Rapfen wurde gefangen. Trophäe wurde auch gefangen. Die hatten auch eine halbe Stunde geangelt und hatten dann so 12 Rapfen. Und eben das Glück, die Trophy zu haben. Ich sage, ich behaupte sie, mir ist sie ausgeschlitzt leider. Oder es wäre ein großer Hecht gewesen, kann ich jetzt nicht genau sagen natürlich. G7, also hier starten wir ja. Ihr könnt einfach hier am Ufer langlaufen. Braucht ihr kein Boot. Wir stehen hier bei 99. 54 ist hier hinter diesem Holzding. Hier an dem Schilf. Und wir visieren hier diese Baumspitzen an. Also hier so einfach rüber. Und wir gucken ins Setup rein. 17,4 Kilo habe ich jetzt im Vorfach genommen und gefühlt war das kurze besser als ein 60er bei mir. Und es geht hier um den Blast X-Borker F100-05. Gucken wir uns mal detailliert an. Der ist ausgestattet oder den habe ich ausgestattet mit Risik 2.0er Puschel Berserkhooks. Ja, also das ist der Köder der Begierde, der Rapfen. Wie gesagt, wir werfen jetzt einfach mal und dann 50 Shift. Zwei Umdrehungen, eine Sekunde Pause. Wie gesagt, ich habe gerade eben den ersten Wurf gemacht. Ja, Rapfen mögen es ja schnell und aggressiv. Ja. Ich habe auch ohne Shift probiert, habe ich auch Bisse bekommen. Kommt natürlich jetzt ein bisschen auf die Spulengröße an. Moment, ich habe 38 und Shift, Entschuldigung. Weil ist ja ein relativ großer Spulenkopf. Damit klappt es bei mir ganz gut. Habt ihr jetzt einen 6000er, dann würde ich 50 plus Shift nehmen. Ja, und wie zu erwarten, wa? Ärgert mich ein bisschen. Aber so ist das, wenn man sich einloggt. Die Zeit kann man sich ja hier im Spiel nicht aussuchen. Sonst würde ich mir jetzt wie bei Fishing Planet den frühen Morgen einstellen. Aber ich warte ab. Ich werde einfach mal jetzt gleich aufhören hier mit Angeln. Dann werde ich mal frühstücken. Und dann werde ich mal abwarten bis 3, 4 Uhr in-game morgens. Und dann fangen wir dann nochmal an. Also über Tag geht ja echt nichts drauf auf die Viecher. Da kann man wirklich nur, ja, wenn man sich gerade einloggen sieht, okay, wir haben 1 Uhr morgens in-game, schnell hier hinhüpfen und tja, die Dämmerung abwarten und dann hier entweder kriegt man das Vieh oder eben nicht. Ne? So ist es. Na, ja, da haben wir aber einen. Da haben wir einen. Da ist auf jeden Fall Rapfen. Das ist schon mal schön. Da haben wir wenigstens was gesehen. 2,4 Kilo. Ja, ich werde mich dann später auf jeden Fall melden. So, ich melde mich nochmal zurück, bevor es duster wird im Spiel. Hier haben wir nochmal einen 2,3er. Und wir haben ja hier angefangen. Also, sie scheinen ja auch tagsüber zu beißen. Wahrscheinlich hat man einfach nur ein kleines Zeitfenster, wann sie beißen oder wie lange sie für einen beißen. Jetzt habe ich mal Folgendes eingestellt gerade. Einfach nur eine 20er Speed durchkurbeln und dann einfach nur so Schläge machen. Da habe ich zumindest gerade den drauf bekommen. Und ja,
Gerade eben habe ich noch einen bekommen mit 3,3 Kilo. Da habe ich zum Beispiel einfach 50 Speed eingestellt, ohne Shift. Zweimal drehen, eine Sekunde warten. Ja, muss man halt variieren. Jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben und Techniken. Ja. Ich warte trotzdem mal morgen früh ab. Gucken, ob da noch was geht. Wenn nicht, dann sehen wir uns eben am Fischmarkt. Dann sei es drum. Dann ist es eben so. Aber vielleicht kriegen wir jetzt noch was hier. Schön im Sonnenuntergang. Schön Trophäenrapfen. Kann man brauchen. Dann wäre der auch abgehakt. Wie gesagt, der Abriss, der ärgert mich ja jetzt noch. Da war aber auch ein Einschlag gewesen. Oh, meine Herren, ey. Naja. Ja, komm, ein Würfchen machen wir noch. Dann sehen wir uns morgen früh, falls es beißt. Wenn nicht, sehen wir uns eben am Fischmarkt, dann ist auch gut. Tja, die Sura, selten bis wenig oder nie besucht. Was will man auch groß hier, ne? Außer wenn hier mal Marmor gehen oder Silberkarpfen, sind wir mal ehrlich, ja, oder vielleicht Welse. Oh, da haben wir was. Jetzt kriegst du einen Anschlag, du Hund. Na, der ist aber nicht so dick. Trotzdem ein guter Rapfen. Jetzt gucken wir mal, wie viel der hat. Dann kann ich mal sagen, guck mal, der hatte 5 Kilo. Alter, was habe ich denn da drauf bekommen gestern? Junge, der ging sowas von in die Bremse. Na ja, gut, bis 13 Kilo werden die. Ich habe einen 17 Kilo Vorfach, keine Ahnung. Könnte aber auch ein großer Hecht gewesen sein. Wie gesagt, muss ja gar kein Rapfen gewesen sein. Aber siehe da, der größte einfach nur hier mit Schlagen. Sehr lustig. Tja. Können da auf jeden Fall mal probieren. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wahrscheinlich am Fischmarkt. Gucken mal, was noch so dann rumgekommen ist für mich. Also bis später. So, willkommen zurück. Wie erwartet, morgens ging gar nichts mehr, außer so zwei kleine Babyviecher. Das war ja vor der Nacht noch. Also wirklich scheint es so zu sein, egal über Tag, wann man jetzt hier ankommt und sein Angeln startet, hat man eine gute halbe Stunde für die Rapfen und dann ist das Thema leider erledigt. Aber kann man trotzdem mal versuchen. Wir gucken jetzt trotzdem mal rein. 47 Silber, der 5,5 Kilo. Dann hat man hier einen 3,5 Kilo. Und den hat man ja auch gesehen noch. Summa summarum. 300 Silber. Ja. Zwischen einer und anderthalb Stunden habe ich jetzt geangelt. Insgesamt, wenn man zusammenrechnet. Ist okay. Also für. Ja. Die Trophäe kann man es auf jeden Fall versuchen. Die halbe Stunde ist es wert. Ja, wollte ich euch mal zeigen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Petri, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.